Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Sondersendung von Sola Veritas. Unter diesem Titel haben wir 2017 begonnen, Reformationsgeschichte chronologisch zu studieren und die einzelnen Reformatoren in ihrem Leben und Wirken zu verfolgen. Heute wollen wir in einer besonderen Spezialsendung einen Thema uns widmen, das insbesondere in dieser Zeit von großer Wichtigkeit ist. Vor etwa zweieinhalb Jahren habe ich mich recht intensiv mit den Schriften von Thomas Münzer und seinem Leben beschäftigt. Damals ahnte ich nicht, dass viele der Prinzipien, die ich damals im Studium seiner Geschichte entdeckt habe, für die heutige Zeit uns einiges zu sagen haben. Unter dem Titel Luther oder Münzer wollen wir uns fragen, was wir aus der Geschichte lernen können. Es ist eine geistliche Geschichte. In der Bibel finden wir den berühmten Satz von Paulus: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Das bezog sich damals auf das Alte Testament, aber wir wissen auch aus der Feder von Ellen White, dass wir nichts für die Zukunft zu befürchten haben, es sei denn, wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat. Und so wollen wir heute aus einer bestimmten Episode der Reformationsgeschichte sowohl aus den Originalquellen als auch mit der Hilfe der inspirierten Kommentare im Schriftum von Ellen White uns anschauen, was passiert ist, um dann Lehren für unser Leben und für unsere Zeit daraus zu ziehen. Und bevor wir das tun, möchten wir gemeinsam Gott bitten, dass er uns bei diesem Studium segnet. Lasst uns gemeinsam beten. <laughs> Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir in die Geschichte schauen können und sehen können, wie du dein Volk geführt hast und wie wir aus Siegen und Niederlagen Lektionen für unser Leben nehmen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns zeigst was wir für unsere Zeit lernen dürfen aus der Geschichte von Martin Luther und Thomas Münzer. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir geistliches geistlich beurteilen können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Zu Beginn ein kleines Rätsel. Am 13. Juli 1520 empfing Martin Luther folgenden Brief, in dem es am Ende hieß, Leb wohl in Christus, du Vorbild und Leuchte der Freunde Gottes. Gegeben am Margaretentage im Jahre des Herrn 1520. Und dann kommt ein Name, den du gezeugt hast durch das Evangelium. Wer war es, der sich hier als Sohn, als geistlicher Sohn von Martin Luther bezeichnet hat? Es war niemand anderes als Thomas Münzer. Wer ist dieser Mann, der 1520 noch sich voll und ganz hinter Luther stellte? Und genau fünf Jahre später tot war, weil er in einer der gewaltigsten revolutionären Umstürze jener Zeit das Ende gefunden hatte, weil er versucht hatte, die Obrigkeit mit Gewalt zu stürzen. Ellen White kommentiert folgendes im Buch Der große Kampf: Thomas Münster, der eifrigste unter den Schwermann, war ein Mann mit bemerkenswerten Anlagen, die ihn richtig geleitet, befähigt hätten, Gutes zu tun. Aber er hatte nicht einmal die einfachsten Grundsätze wahrer Religion begriffen. Und jetzt zitiert sie den berühmten Historiker Daubigné. Er war von dem Wunsch besessen, die Welt zu reformieren. Und vergaß dabei, wie alle Schwärmer, dass die Reform bei ihm selbst beginnen musste. Schon hier sollten wir genau hinhören. Viele Menschen noch heute wollen enorm viel verändern, aber vergessen, dass die Veränderung bei ihnen beginnen soll. Martin Luther hat später geglaubt, dass die Geschichte von Thomas Münzer wert ist, immer wieder erzählt zu werden. Nicht als ein Vorbild, sondern als eine Warnung. Wir sehen hier eingeblendet die Schrift, die er kurz nach seinem Tod verfasste. Wir können hier deutlich lesen: Ein schrecklich Geschicht und Gericht Gottes über Thomas Münzer, darin Gott offensichtlich desselbigen Geist Lügen gestraft und verdammnet. Wenn wir also heute Versuchen aus dem Leben von Münzer in Bezug auf Martin Luther etwas zu lernen, dann tun wir genau das, was schon vor etwa 500 Jahren Luther für richtig befunden hat, nämlich diese Geschichte nicht nur wahrzunehmen, sondern zu lernen, dass wir sein, seinem Beispiel nicht folgen. Wenn man Luther und Münzer nebeneinander stellt, dann sieht man meistens am Ende den großen Kontrast. In Wirklichkeit waren die beiden sehr Ähnlich hatten viele Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel wissen wir, und das ist erstmal recht rein biografisch, sehr wenig über ihre Kindheit. Aber dazu kommen eine ganze Reihe von weiteren Eigenschaften, die sie sehr miteinander verbunden haben. Beide waren akademisch sehr begabt und überdurchschnittlich in ihren Studien erfolgreich. Beide hatten eine profunde Bibelkenntnis. Das ist bei Luther allgemein bekannt, aber auch bei Münzer ist es so, dass er zu den bibelversiertesten Reformatoren überhaupt zählte. Wenn man seine Schriften liest, dann stellt man immer wieder fest, dass er Texte kannte, von denen ich persönlich denke, dass heute viele Christen gar nicht wissen, wo die in der Bibel stehen würden. Beide waren äußerst charismatische Persönlichkeiten, also sie konnten Menschen für sich gewinnen, sie waren rhetorisch sehr stark. Beide hatten einen Hang zur Polemik. Nun, wir wissen vermutlich, dass in jener Zeit, im 16. Jahrhundert, die Sitten etwas rauer waren, aber sowohl in Bezug auf Luther als auch in Bezug auf Münster ist bekannt, dass selbst die Zeitgenossen den Eindruck hatten, dass beide manchmal verbal über die, Schlänge, über die Stränge schlugen. Ich Beide hatten auch biografisch eine ähnliche Last zu tragen. Sie hatten zeitweise Probleme mit ihren Vätern gehabt in unterschiedlichen Bereichen. aber da gab es keine ideale Beziehung im Elternhaus. Beide hatten den Drang und den Wunsch in religiösen, in christlichen Fragen wirklich absolute Gewissheit zu haben. Viele andere damals und auch heute sind zufrieden mit einem oberflächlichen Glauben. Sie sind zufrieden mit dem, was man ihnen erzählt oder was schon immer Tradition gewesen ist. Selbst unter den Reformatoren waren nicht alle immer so sehr darauf erpicht, wirklich absolute Gewissheit zu haben, wie es diese beiden insbesondere auszeichnet. Bei Luther ist das ja allgemein bekannt, wie sehr er sich diesen Frieden gewünscht hat und wie sehr er sich im Kloster gemartert hat. Aber auch wie wir sehen werden, Münzer hatte einen ganz ähnlichen Hang zur absoluten Gewissheit. Beide hatten auch das Anliegen, die Wahrheiten, die sie in der Bibel erkannt hatten, die biblischen theologischen Einsichten dem Volk nahezubringen, und zwar in deutscher Sprache. Beide waren zwar Gelehrte, beide konnten natürlich sich auf Latein ausdrücken, aber das Volk verstand meistens auf jeden Fall nicht genügend Latein. Um theologischen Diskussionen folgen zu können. Und zwar ist das Anliegen von beiden, entsprechend Schriften und Werke auch auf Deutsch zu verfassen, um die breite Masse zu erreichen. Zum ersten Mal sind die beiden sich wohl 1517 begegnet in jedem schicksalsträchtigen Jahr. Wir wissen aus der Zeit vorher nur recht wenig aus dem Leben von Thomas Münzer. Zumindest was seine biografischen Details angeht. Wir haben aber einen interessanten Kommentar von Ellen White, den sie in Science of the Times im Oktober 25, 1883 niederschrieb. Und zwar sagt sie, dass irrtümliche Schriften, also Schriften mit falschen Lehren, die er in seiner Jugend gelesen hatte, also Thomas Münzer, seinem Charakter und seinem Leben eine falsche Richtung gegeben haben. Hier sieht man sehr deutlich, welchen Einfluss schon im Kindesalter die Lektüre, die Medien, mit denen wir uns beschäftigen, haben können. Äh, aus der Sicht von Ellen White war das spätere Leben von Münzer mitbestimmt von den Büchern, mit denen er sich als Kind und Jugendlicher beschäftigt hat. Nur einige wenige skizzenhafte Details zu seinem früheren Leben. Wir wissen, dass er wohl seit 1501 in Quedlinburg gelebt hat und. Äh, dann ab 1506 in Leipzig immatrikuliert, weil er hat sehr lange studiert ähm, und war ab 1512 dann in Frankfurt oder immatrikuliert, hat sich nebenbei, wie das auch heute oft der Fall ist bei Studenten, mit Hilfsarbeiten äh, über Wasser halten müssen. Er war unter anderem Hilfslehrer in äh, Halle, auch in Aschersleben und er ist dann um 1513, also ungefähr vier Jahre bevor er Luther wohl das erste Mal getroffen hat, in der Diözese Halberstadt zum Priester geweiht worden. Man könnte noch ein paar mehr Details hier erwähnen, aber darum soll es heute nicht so sehr gehen. Wie gesagt, 1517 haben sich zum ersten Mal wohl getroffen. Das war in Wittenberg, wo Luther damals ähm, dabei war, die gesamte scholastische, theologische äh, Tradition auf den Kopf zu stellen. Und innerhalb dieses Jahres ist fast die gesamte äh, theologische Fakultät der, der relativ jungen Universität dort auf Luthers theologischen Theologische Seite eingeschwenkte, wer sich für die Details interessiert, was dort passiert ist, der sei auf die Serie Sola Veritas, auf die einzelnen Folgen dort für das Jahr 1517 verwiesen. Natürlich ganz berühmt der Thesenanschlag, der dort im Herbst stattgefunden hat. Und in dieses Umfeld hinein ist Thomas Münzer gekommen und war natürlich von Luther enorm beeindruckt. Wir finden ihn dann wieder ungefähr anderthalb Jahre später zu Ostern 1519, wo er zum ersten Mal einen anderen lutherischen Prediger vertreten hat. Derer gab es zu dem Zeitpunkt noch sehr wenige. Aber Franz Günther in Jüterburg war so einer und der fiel aus und möglicherweise auf Empfehlung von Luther, das lässt sich nicht ganz genau rekonstruieren in allen Details, war der Münzer hier. Äh, Vertreter von, von Franz Günther, Ostern 1519. Er hat dann wohl im selben Jahr auch die Leipziger Disputation mitverfolgt, wo Karlstadt und, Mün äh, und Luther gemeinsam gegen Dr. Eck, äh, den Vertreter der Papstkirche ähm, und den erbitterten Gegner von. Luther debattiert haben. Luther hat ja manchmal Dr. Eck auch einfach ohne Punkt ausgesprochen. Und Münster war also ganz nahe dabei in diesen Auseinandersetzungen, die sich in diesem Jahr dort ergeben haben. Er war zu dem Zeitpunkt etwa 30 Jahre alt. Und wir finden einen interessanten Brief, den er ganz am Ende des Jahres 1519. An eben jenen Günther schrieb, den er zu Ostern noch in Jüterburg vertreten hatte. Zu dem Zeitpunkt war er in einem Nonnenkloster, in, an einem Nonnenkloster mit untergebracht in Beuditz und er hatte keine richtige Position, keine Stellung und äh, hat die Zeit genutzt, nicht einfach irgendwie äh, verschwendet, sondern um sich biblisch und auch kirchengeschichtlich weiterzubilden. Und in diesem Brief finden wir folgende interessante Passage. Nicht für mich forsche ich, sondern für den Herrn Jesus. Wenn er will, wird er mich dorthin senden, wohin er mich senden lassen will. Inzwischen bin ich mit meinem Los zufrieden. Alles das hat Gott mir elendem, in gerechtem Urteilsspruch getan, weil ich mich oft selbst auf die Kanzel begeben habe, ohne dazu gezwungen zu sein. Wann immer hier so ein gutes, in Anführungsstrichen modernes Deutsch zu lesen ist in diesen Quellen, sind es eigentlich lateinische Quellen, die wir hier nach der offiziellen Übersetzung der Thomas-Münzer-Gesamtausgabe wiedergeben. Wir wollen ja jetzt versuchen zu verstehen, wie aus diesem Anhänger von Martin Luther der Rebell von 1525 geworden ist. Und hier sehen wir, dass am 1. Januar 1520 er noch von ganzem Herzen jesus folgen möchte alles was er tut ihm weit wir finden hier ein kleines detail das es sich lohnt zu bemerken er gesteht hier nämlich dass er sehr oft gepredigt hatte ohne eigentlich den drang von gott zu spüren sondern wohl eher so aus eitler selbstdarstellung ja ohne dazu gezwungen zu sein er hat sich oft freiwillig auf die kanzel begeben ohne wirklich so einen auftrag gottes zu spüren und hier sehen wir so ganz Ver, 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 verdeckt etwas von seiner Persönlichkeit aufscheinen. Er selbst reflektiert das ja und sagt, dass, dass, ich habe dieses Problem, dass ich manchmal versuche, mich so in den Vordergrund zu stellen, möglicherweise. 1520 wurde dann Münzer auf Empfehlung, auf ausdrückliche Empfehlung von Martin Luther nach Zwickau gesandt. Dort hatte zunächst Silvanus Egranus gepredigt der ebenfalls ein Freund der Reformatoren war. Silvanus Egranus war eigentlich mehr ein Humanist. In jeder Frühzeit der Reformation waren die Menschen oder die, die Freunde Luthers und die Humanisten sehr eng miteinander verbunden. Man hatte das noch nicht so wirklich äh, auseinander dividiert. Beide hatten ähnliche Anliegen. Und so galt Silvanus Egranus eigentlich als ein Mitstreiter von Luther. Der fiel aus und Luther empfahl den... Thomas Münzer, den er jetzt ein bisschen kennengelernt hatte, als Vertretung für jenen Egranus. Und dort in Zwickau entstand auch dieser Brief, den wir eingangs gelesen haben. Dort am 13. Juli schreibt also Münster, leb wohl in Christus, du Vorbild und Leuchte der Freunde Gottes, gegeben am Margaretentag im Jahre des Herrn 1520. Wir fragen uns, wie ist es möglich, dass ein Mensch, der so sehr Luther bewundert und ihn ihm nacheifert, innerhalb von fünf Jahren sich so völlig verändert? Und das ist das, was wir in dieser Sendung gemeinsam Stück für Stück analysieren und studieren wollen, wo wir lernen wollen, dass man Felsenfest von etwas überzeugt sein kann und trotzdem innerhalb von fünf Jahren genau dagegen ankämpfen kann. Die Geschichte von Martin Luther ist auch eine Geschichte unserer menschlichen Schwäche, die, wenn wir nicht bei Jesus bleiben und demütig bleiben, unseren Ruin hervorbringen wird. In demselben Brief finden wir eine andere Passage, die ebenfalls interessant ist. Münzer schreibt dort an Luther, du bist für mich ein Schutz in dem Herrn Jesus. Glaube denen nicht, die gesagt haben, ich sei unbeständig und bissig. Als Historiker lesen wir das und sagen, aha, es muss also Menschen gegeben haben, die schon Mitte 1520 aus Zwickau dem Luther berichtet haben. Der Münzer, der ist ein bisschen wankelmütig, nicht so sehr was seine eigene Meinung betrifft, aber er ist nicht so... Man kann sich nicht so sehr auf ihn verlassen und vor allem ist er scharf, bissig in seinem Auftreten. Und dann kommt ein ganz charakteristischer Satz für den Thomas Münzer. Im selben Brief heißt es: Aufgrund meiner Errettung aus früher Gefahr glaube ich aufs Sicherste, dass ich für andere Kämpfe in der Welt auserwählt bin. Das ist wie Münzer dachte. Einige Schlüsselworte sind hier sehr entscheidend. Aufs Sicherste, Kämpfe und in der Welt. Er war sich seiner Sache ganz sicher. Er war jetzt in Zwickau, aber er hatte schon den großen Plan. Er wollte Reformator in der ganzen Welt sein und er glaubte ganz fest. Und die haben wir dieses, dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Er glaubte ganz fest, dass Gott ihn auserwählt hat, diese Kämpfe zu kämpfen. Wenn man die weitere Geschichte nicht lesen äh, kennen würde, würde man vielleicht diesen Satz nicht weiter groß bedeutsam finden. Aber wenn man sie kennt, dann merkt man hier schon vielleicht etwas von dem Geist, der noch ganz verdeckt von der Begeisterung für Luther und auch von vielen guten geistlichen Eigenschaften, die er hier noch wohl gehabt hat, ähm, doch sich bemerkbar macht. <laughs> Obwohl wir hier meistens äh, nur Originalquellen zitieren werden und ein paar inspirierte Kommentare, möchte ich hier zumindest an einer Stelle einen äh, modernen Historiker zu Wort kommen lassen, Walter Elliger, einer der Experten für Thomas Münzer, der über diesen Brief Folgendes Interessantes geschrieben hat, die Mentalität des Schreibers, der es wahrlich nicht unterlässt, sich selbst darin darzustellen, eine sich wichtig nehmende Selbstbespiegelung, und Selbstgefälligkeit macht sich geltend, die das eigene Ich in einer fast peinlich wirkenden Weise in den Vordergrund schiebt. Heutzutage wird Thomas Münzer oft als Sozialrevolutionär gesehen, als Alternative zu Luther, der seine eigenen theologischen Optionen entwickelt hat. Ellen White hat immer betont, dass Thomas Münzer in Wirklichkeit ein Problem mit seinem eigenen Ich gehabt hat. Und hier sehen wir auch aus der Geschichtswissenschaft herausgearbeitet, aus den Quellen. Dass Ellenweit hier sehr recht gehabt hat. Und dann kam die Katastrophe. Egranus kam zurück, also die Katastrophe aus Sicht von Thomas Münzer. Silvanus Egranus kam zurück und eigentlich, so dachte man in Wittenberg, können die beiden ja jetzt ganz gut miteinander arbeiten. Aber Egranus war, wie gesagt, eher ein Humanist. Er kannte sich sehr gut aus mit ähm, Latein zum Beispiel, mit, mit äh, Geschichte, ähm, war künstlerisch interessiert und hatte deswegen natürlich immer etwas schon auch gegen oder hat etwas sehr grundsätzlich gegen das, 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 das Nonnentum und das Mönchstum und, und die verkrusteten äh, scholastischen Strukturen der Kirche. Von daher war er mit Luther in vielem überein. Aber Silvanus Egranus war wohl vielleicht nicht so wirklich tiefgründig bekehrt wie ein Luther zum Beispiel der später ein Melanchthon und wie möglicherweise auch Münster zu dem Zeitpunkt. Und so kommt es zum Konflikt, weil der der Münzer sehr schnell erkennt, der Egranus ist gar nicht so ein geistlicher Mensch. Es kommt zum Konflikt und äh, Wittenberg wird eingeschaltet. Die hatten sich bereits eingemischt, als äh, der äh, Münzer mit den Franziskanern in Zwickau Probleme hatte. Und jetzt versucht man zu vermitteln und versucht irgendwie die beiden Streitänen, den alten Humanisten Silvanus Egranus, der möglicherweise auch natürlich ähm, durch seine gebildete Art und Weise äh, dem, dem Münzer vielleicht auch zu verstehen gegeben hat, dass äh, er der Humanist ist, und diesem noch relativ jungen und sehr eifrigen Münzer irgendwie zu vermitteln. Das Ganze geht schief. Drei Jahre später schreibt noch der Thomas Münzer, aus der Retrospektive, wie er das damals empfunden hat. Er sagt, aber dass du mir an den Luther gewandt am 9. Juli 1523, aber dass du mir den allerverderblichsten Egranus in deinem Brief empfohlen hast, erregte mich sehr. Mit einem so ruhmsichtigen Menschen wolltest du mich versöhnen, damit die Feinde nicht haufenweise auf dich einstürmten. Und hier müssen wir kurz innehalten. Münzer glaubte, der Egranus ist unbekehrt, der ist selbstsüchtig und mit dem kann man nicht als Evangeliumsverkündiger zusammenarbeiten. Und jetzt kommt Luther und behauptet: arbeite doch zusammen. Der Luther, so hat Münzer gedacht, will hier einen faulen Kompromiss. Damit, so Münzers denke, damit der Luther fein raus ist. <laughs> Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du so ein Denken siehst und hörst, innerhalb und außerhalb der Gemeinde, Erinnere dich an Thomas Münzer. Er war der Meinung, dass seine Sache so gerecht ist, dass jeder Versuch, mit einem anderen zusammenzuarbeiten, der noch nicht so weit war wie er geistlich und der vielleicht nicht die Dinge so gut verstand wie er, dass es ein fauler Kompromiss sei und dass die, die solche Kompromisse schließen, in Wirklichkeit einfach nur sich selbst schützen wollten. Nun, das ist deswegen bemerkenswert. Weil das im Jahr 1520 stattfand. Also der Brief ist hier von 1523, aber diese Ereignisse in Zicker waren 1520. Das war das Jahr, in dem Luther eine scharfe, eine tiefgreifende Reformationsschrift nach der anderen veröffentlichte. Das war das Jahr, in dem er von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche schrieb, wo er an den deutschen, an den Adel, christlichen Adel, deutsche Nation schrieb, wo er dann seine berühmte Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen Schrieb. Es war das Jahr, in dem er erkannte, dass der Papst der Antichrist ist und das dann auch schriftlich, biblisch, theologisch begründete. Es war eines der revolutionärsten Jahre Luthers. Aber Münster sah das nicht. Münster sah nur, dass Luther der Meinung war, dass man die Fronten geschlossen halten sollte und empfand das als einen faulen Kompromiss, wo es eigentlich gar keinen Kompromiss in Wirklichkeit gab, sondern das Werk Gottes eine geschlossene Front brauchte, weil gerade der Kampf gegen das Papsttum so besonders heftig war. In der Zeit kamen dann einige sogenannte Propheten nach Zwickau. Nikolaus Storch und seine Gruppe, die sogenannten Zwickauer Propheten, waren Laien, die predigten und der Meinung waren, dass wichtiger als die Bibel die Offenbarungen des Heiligen Geistes seien. Sie glaubten, dass durch Träume und Visionen Gott direkt zu ihnen sprechen würde. Und Thomas Münzer gelang in, oder geriet in ihren Bann er der ein sehr guter Kenner der Bibel war, fing an auch mit dieser Idee zu spielen, dass Gott direkt durch den Heiligen Geist spricht und die Bibel allenfalls sekundär sei. Diese Zwicker Propheten sind dieselben, die später dann als Luther auf der Wartburg ähm, gewesen ist, nach Wittenberg gekommen sind und die Luther dann abwehren musste, als er dann auf eigene Gefahr die Wartburg 1522 verlassen hat und dort in einer sehr ähm, energischen Aktion versuchte, das Volk zurückzugewinnen. Ähm, damals waren einige der Reformatoren, die in Wittenberger ja die Stellung gehalten hatten, in den Bann dieser Zwickau-Propheten gelangt. Melanchthon war, äh, hatte angefangen zu, zu wanken, den konnte Luther zurückgewinnen, den Karlstadt hatte er nie wieder ganz zurückgewinnen können. Der ist dann so seine eigenen Wege gegangen. Das zeigt uns auch, wie wichtig es ist, dass wenn fanatische Elemente auftreten, auch in der Gemeinde, dass wir sofort eingreifen müssen, so wie Luther das getan hat. Er sah in diesen Zwickauer Propheten eine Taktik des Satan, der damit versuchte, durch fanatische Rechtsaußen die Reformation zu gefährden. Und besagter Silvanus Egranus, der mit äh, Münzer ja nur nicht besonders gut befreundet war, schreibt doch in dieser Zeit, dass er dort eine Verbindung sieht zwischen Münzers aggressiver Polemik und dessen Geisttheologie. Also ähm, er hat da erkannt, ähm, dass diese neuen Ideen, die ähm, dort von den Propheten, den sogenannten, eingebracht wurden in Zwickau, äh, in, ja, in Zwickau ähm, dass sie dem Münzer nicht gut getan haben. Das Ganze führt dann dazu, dass im April 1521 Münzer aus der Stadt Zwickau ausgewiesen worden ist. Seinen letzten Lohn quittierte mit folgenden bezeichnenden Worten. Thomas Münzer, qui pro veritate militat in mundo. Heißt auf Deutsch, der für die Wahrheit kämpft in der Welt. Auch heute gibt es noch Menschen, die der Meinung sind, dass sie für die Wahrheit kämpfen. Aber lieber Freund, liebe Freundin, nicht jeder, der sagt, dass er für die Wahrheit kämpft, ist ein Reformator. Nicht jeder, der überall verlautbaren lässt, dass er für die Wahrheit ist, ist ein Martin Luther. Manch einer ist ein Thomas Münzer. Interessant ist, dass Münzer zu diesem Zeitpunkt auch eine sehr merkwürdige prophetische Auslegung hatte. Ähm, während Luther gesagt hatte ein Jahr zuvor, der Papst sei der Antichrist, sah er jetzt, ähm, meinte er, eine noch antichristliche Macht zu sehen. Ja, er glaubte auch, dass der Papst nicht gut sei, aber der sei nur der Vorläufer zum Antichristen. Und vom Papsttum wandte sich sein Blick weg auf eine andere imaginäre ähm, Macht, die jetzt bald die ganze Welt beherrschen würde. Er glaubte, das wäre das. Tier aus Daniel 7, das schreckliche Tier, von dem Luther in Übereinstimmung mit der historischen Auslegung natürlich glaubte, dass es das römische Reich und längst untergegangen sei. Was interessant, weil auch wir heute, auch in der Gemeinde solche Tendenzen sehen, dass man den Blick wegrichtet ein bisschen von den Mächten, die in Offenbarung 13 beschrieben werden und äh, große andere äh, Verschwörungen sieht, die möglicherweise die ganze Welt unterjochen. Ähm, das hat der Münzer auch schon so gesehen. Ähm, Münzer lag auf jeden Fall falsch. Und so überlegt sich Münzer, wo er dann jetzt seine Weltreformation beginnen kann. Und wenn man im Jahre 1521 in Europa versucht, die Kirche zu reformieren, und zwar möglicherweise auch mit sehr viel Eifer, dann gab es einen Platz, und den hat er sofort versucht, für sich in Anspruch zu nehmen. Das war nämlich Böhmen. Seit 100 Jahren waren die Böhmen sozusagen aus Sicht der katholischen Kirche der Schandfleck Europas, denn seit 100 Jahren waren dort die Hussiten aktiv, die im Zuge der Verbrennung von Jan Hus und Hieronymus dort eine Bewegung gestartet hatten, die über Jahrzehnte hinweg nicht wirklich unter Kontrolle gebracht werden konnte. Ein Kreuzzugsherr nach dem anderen war geschlagen worden von den tapfen Hussiten. In den letzten Jahrzehnten war es ruhiger geworden. Das lag vor allem auch an falschen Kompromissen, die beim Konzil von Basel geschlossen worden waren. Aber dort hoffte Münzer auf Christen zu treffen, die gegen Rom waren, die für Reformation waren und die auch bereit waren, zu, äh, dafür zu kämpfen, möglicherweise. In jener Zeit, äh, in dieser Zeit, als äh, Münzer dort in, in nach Böhmen geht, äh, fällt die berühmte äh, Szene in Worms, auf dem Reichstag, Reichstag zu Worms, wo Martin Luther vor Kaiser und Reich für seinen Glauben einschiebt und sagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. Wir kennen die Geschichte, die wir hier nicht ausführlich äh, ausbreiten, weil sie allgemein bekannt ist. Er wird auf die Wartburg verschleppt, wo er beschützt wird. Und äh, niemand weiß, nicht einmal der Kurfürst Friedrich der, Sachs, äh, Friedrich der Weise, wo Luther eigentlich ist. Und während die ganze Welt nach diesem Luther sucht, kann man sich ja vielleicht jetzt schon überlegen, was wohl in den gedanken von thomas münzer vor sich ging als die führende figur der reformation plötzlich unauffindbar ist und es droht dass die reformation führerlos kopflos ähm, entlang äh, steuert in jener zeit verfasst er ein manifest das sogenannte prager manifest es liegt in äh, mindestens vier verschiedenen fassungen vor auf äh, deutsch latein und auf tschechisch und hier ein paar aus äh, Schnitte aus diesem Manifest. Er sagt hier, ich, Thomas Munzer von Stolberg, bekenne vor der ganzen Kirchen und der ganzen Welt, auf das ich möchte, eine höhere Unterricht gehabt oder erlangt haben des heiligen, unüberwindlichen Christenglaubens. So habe ich alle meine Lebtag, Gott weiß, dass ich nicht liege, von keinem Munch oder Pfaffen Mugen verstehen die rechte Übung des Glaubens. Was er sagt ist, kein Mensch hat mir das Evangelium beigebracht. Ich habe es allein von Gott Empfangen sozusagen. Und damit spielt er natürlich an, auf eine berühmte Aussage des Apostel Paulus im Galaterbrief, wo er genau das sagt, dass er das Evangelium nicht von einem Menschen gelernt hat. Und ohne dass er das ausdrücklich hier sagt, stellt sich der Münzer so ein bisschen in die Tradition des Paulus. Und da, da spielt das so ein bisschen hinein, dass er sagt, ich möchte. Deutlich machen, was ich hier sage, habe ich direkt von Gott und von keinem einzigen Menschen. Ganz erstaunlich, wenn wir uns daran erinnern, dass er kurz zuvor, noch ein, ein Jahr zuvor, der Meinung war, dass äh, Martin Luther ihn im Glauben gezeugt hatte. Weiter schreibt er in diesem Sendbrief, das ist jetzt der äh, November 1521, sondern es sollen die auserwählten Freunde Gottes Wort auch lernen. Prophetie: Dass ich solche Lehre an Tag bringen, bin ich willig, um Gottes Willen mein Leben zu opfern. Gott wird wunderlich Ding tun mit seinen Auserwählten, sonderlichen in Dusem Land, also in Böhmen. Wann hier wird die Neukirche angehen? Dus Volk wird ein Spiegel der ganzen Welt sein. Hier sagt er ganz deutlich, was sein Anliegen ist. Er möchte, dass die Menschen nicht nur in der Bibel lesen, nein, er möchte, dass sie selbst Gottes Wort sprechen, dass sie Propheten werden, dass sie Prophezeien und Weissagen, dass der Einfluss der Zwickauer Propheten auf seine Theologie, die er jetzt hier weiterentwickelt hat. Und er sagt, für diese Lehre bin ich bereit, mein Leben zu opfern. Ja, er möchte äh, möglicherweise als Märtyrer sterben, damit die ganze Welt erfährt, dass Gott, so denkt er, erst dann wirklich geehrt wird, wenn alle Auserwählten tatsächlich selbst Propheten sind. Eine neue Kirche wird beginnen, sagt er, und zwar hier in Böhmen. Und dann sagt er Folgendes als Warnung. Weiter wirst du das nicht tun so wird dich gott durch den türken im zukünftigen jahr erschlagen ich weiß vorwahr was ich rede dass es also ist also er versucht quasi mit druck ähm, den, den böhmen zu sagen ihr sollt mir jetzt folgen wenn nicht so sage ich euch als prophet werden die türken kommen die ja damals eine allgemeine gefahr stellten das osmanische reich hatte immer wieder auch äh, nach europa in nach mitteleuropa äh, ausgegriffen und dort äh, gekämpft auch später noch, das sind ja dann immer wieder auch äh, für die Reformationsgeschichte bedeutsam äh, gegen das Heilige Römische Reich gezogen. Es ist vielleicht interessant zu erwähnen, dass äh, solch ein Türkenzug im Jahre 1522 äh, nie stattgefunden hat. Das war eine falsche Prophezeiung. Die Böhmen jedenfalls haben sich nicht irritieren lassen, nicht beeindrucken lassen. Die Böhmen Böhm lehnen ihn ab. Und das war ein herber Schlag für ihn. Und äh, er musste jetzt auch hier das Land <laughs> verlassen. Dazu ein, ein kleiner Kommentar hier von dem, was äh, Ellen White über ihn schreibt. Sie sagt, die Inspiration, die Münzer und seine Genossen für sich in Anspruch nahmen, kam von keiner höheren Quelle als den Einbildungen ihres eigenen Verstandes. Und ihr Einfluss war dazu angetan, alle Autorität, sowohl die menschliche als auch die göttliche, zu unterminieren. Wahres Christentum empfängt das Wort Gottes als das große Schatzhaus der inspirierten Wahrheit und als den Standard und Test aller Inspiration. Münzer lehrte, dass alle, die den Geist empfangen wollen, sich erst ihr Fleisch kasteien müssen, dass sie zerrissene Kleider tragen müssen, dass sie ihren Körper vernachlässigen sollten und dass sie traurige Gesichter tragen sollten. Und dann alle ihre ehemaligen Freunde verlassen sollten, sich an öde und wüste Plätze begeben sollten und dort um die Gunst Gottes beten sollten. Dann sagte er, wird Gott kommen und mit uns so sprechen wie früher mit Abraham, Isaak und Jakob. Wenn er das nicht tun würde, dann würde er unsere Aufmerksamkeit nicht verdienen. Und dann sagt sie, so hat dieser verführte Mann, so wie Luzifer selbst, Bedingungen für Gott gemacht und er sich geweigert dessen autorität anzukennen, wenn er nicht mit seinen bedingungen übereinstimmt. schon in dieser zeit schreibt martin luther noch auf der wartburg eine treuvermahnung, ja, kann man das sehen, eine, eine treuvermahnung martin luthers zu allen christen, sich zu verhuten vor aufruhr und Emporung. luther sah schon durch die unruhen in wittenberg, dass die gefahr bestünde, dass ein rebellischer, revolutionärer Geist die Reformation unterminieren würde. Münster war jetzt circa 32 Jahre alt. Er zog von einem Ort zum anderen. Für diesen Zeitabschnitt ist seine Chronologie nicht mehr lückenlos rekonstruierbar. Er muss wohl in sehr schwierigen Verhältnissen gelebt haben. Doch immer hat er Kontakt zu den ähm, Wittenbergern. Ein Brief an Melanchthon von 1522 macht das sehr deutlich. Er sagt hier, oh ihr Lieben, Trachtet danach, dass ihr Weissagen mögt, sonst wird eure Theologie keinen Heller wert sein. Er unterstützte zwar noch die Theologie der Württemberger, aber er glaubte, dass Gottes Wort nicht allein aus der Bibel empfangen werden muss, sondern direkt im Herzen entsteht. Und dann sagt er hier sehr interessant über Martin Luther: Unser Geliebter, unser sehr geliebter Martin, handelt unwissend, dass er die kleinen Kinder, damit meint er die Schwachen im Glauben, nicht verletzen will. Liebe Brüder, lasst euer Zögern, es ist Zeit! Martin Luther war der Meinung, dass man auch die Schwachen im Glauben mitnehmen muss. Dass man nicht immer nur vorwärts, vorwärts, vorwärts gehen kann, sondern auch, dass man alle im Volk Gottes mitnehmen muss. Dass man auch Rücksicht nehmen muss auf die, die vielleicht etwas länger brauchen, die zwar prinzipiell ja willig sind, aber vielleicht nicht so schnell vorangehen kann. Münzer hatte für sowas keine, keine Zeit, keinen kein Nerv übrig. Er wollte einfach nur vorwärts, egal ob jemand ihm folgt oder ob manche dabei zurückbleiben. Auch das ist ein interessanter... Das ist ein interessanter Zug, Martin Luther, bei all seiner Treue und, äh, und, und, und seinem Mut und seiner Standhaftigkeit hatte immer auch ein pastorales Herz für diejenigen, die schwach sind, die krank sind, die, die geistlich zurückgefallen sind, die, die, die gesündigt haben. Wenn das fehlt, dann entsteht echter Fanatismus. Und das fehlt meistens, wenn man in seinem eigenen Leben nicht wirklich erlebt hat, dass Jesus mir alle meine Sünden vergeben hat, ohne dass ich es verdient habe. Und dann sagt er weiter, und das ist sehr interessant, hier am 29. März, schmeichelt nicht euren Fürsten, ihr werdet sonst euren Untergang erleben. Schon zu diesem Zeitpunkt ist er der Meinung, dass man als Reformator, als wahrer Christ nicht wirklich mit den Fürsten zusammenarbeiten sollte. Ansonsten würde das zum Untergang der Reformation führen. Der bekannteste Fürst dort äh, für die Wittenberger war natürlich Friedrich der Weise, der sich sehr für die Belange der Reformation eingesetzt hat, wenn auch meistens nur indirekt vermittelt. Durch Spalatin. Ende des Jahres, 21. und 22. Dezember 1522, hat Münzer offensichtlich Wittenberg besucht, und hat er besucht und offensichtlich dabei äh, Luther nicht getroffen, quasi ignoriert. Münzer fängt jetzt an, die Wittenberger immer mehr als die Schriftgelehrten zu bezeichnen, die ihr eigenes Werk nicht konsequent weiterführen. Ja? Er hatte den Eindruck, er muss die Reformatoren noch weiter reformieren. Und auch heute gibt es das immer wieder, dass Leute. Ähm, den Eindruck haben, dass diejenigen, die viel für das Werk Gottes getan haben, nicht weit genug gehen und jetzt sie selbst dort einspringen müssen. Weiter sagt hier Ellen White in Science of the Times 1883, außerdem hatte er eine Ambition für Position und Einfluss. Und er wollte niemandem untertan sein, nicht einmal Luther. Er klagte die Reformer an, dass sie eine besondere Form des Papsttums etablieren, indem sie allein bei diesem Sola Scriptura blieben und dass sie Kirchen formierten, die nicht rein und heilig waren. Er war der Meinung, dass nur er ähm, wirklich die reine, die heilige Kirche formen würde und dass das, was die ähm, Reformatoren machen, nicht heilig genug sei. Und ähm, ja, das klingt vielleicht ein bisschen so, wie wir es manchmal auch hören hier und dort. Anfang 1523 schreibt Luther eine wichtige Schrift, deren Titel schon alles sagt. Er sagt hier von weltlicher Oberkeit oder Oberkeit. Wie weit man ihr Gehorsam schuldig seid? Heutzutage wird über diese Themen meistens nicht so sehr im Gemeindekontext gesprochen, aber Luther hat sich immer wieder mit dieser Frage auseinandergesetzt. Derselbe Luther, der vor Kaiser und Reich zur Bibel stand, stand auch in dieser Frage auf dem Boden der biblischen Aussage. Seine Meinung war, dass die weltliche Regierung notwendig war, um die Gottlosen im Zaum zu halten. Wenn die Welt nur aus wahren Gläubigen bestünde, dann bräuchte man natürlich eine Regierung nicht, aber dann wäre man ja auch eigentlich, das ist jetzt mein Kommentar, im Himmel. Kurz vor Ostern hat Münster nach einer längeren Zeit, die wir, wo wir ihn kaum verfolgen können, eine neue Stelle bekommen, und zwar in Altstädt an die dortige Neustadtkirche. Und er begann jetzt ein großes Projekt. Er wollte die Liturgie reformieren. Während Luther die, das Neue Testament auf Deutsch übersetzt hat, wollte er die Gesänge der Kirche auf Deutsch übersetzen. Luther hat später einen anderen Ansatz gewählt, hat einfach neue Lieder komponiert, aber das war Münzers Anliegen und hat dort einiges auch geleistet. In, seinem Gesam in der Gesamtausgabe von Münster nimmt das einen großen Platz auch ein. Und dann mit einer neuen Position mit neuen Projekten und das ist ein sehr berührender Moment eigentlich oder ein sehr nachdenklicher Moment. Erinnert er sich wieder an Luther? Und am 9. Juli 1523 schreibt er folgendes an Luther: Achtung, der Herr bewahre dich und lass die alte Liebe wieder neu werden. Das ist der Moment, wo Münster noch einmal versucht, ein bisschen auf Luther zuzugehen. Nach allem, was wir wissen, hat Luther auf diesen Brief nie geantwortet. Und wenn ich diese ganze Geschichte studiere, dann bekomme ich den Eindruck, dass hier der goldene Moment gewesen wäre, vielleicht viel zu verhindern. Und da können wir eine ganz wichtige Sache von lernen. Ja, es gibt Menschen, die manchmal zu weit gehen, die übers Ziel hinausschießen, die zu viel Eifer haben, die unüberlegte Sachen sagen. Aber wenn sie Zeichen zeigen, dass sie wieder auf den richtigen Weg kommen, sollten wir sie nicht ignorieren. Wir sollten jedes gute Zeichen ergreifen und integrativ wirken. Da hätte man viel verhindern können. Gleichzeitig sehen wir aber, dass Münster nichts von seinem heißen Temperament einge nicht, äh, eingebüßt hat. Hier am 22. September 1523 heißt es an den Graf Ernst von Mansfeld, der nämlich ein Gottesdienstverbot für seine Untertanen in Altstädt ähm, in der, also für, für den Besuch des Gottesdienstes in Altstadt erlassen hatte. Bringt ihr mich den Druckern in die Fäuste, will ich hundertmal tausend Ärger mit euch umgehen, dann der Luther mit dem Papst. Ja, also, ähm, hier sehen wir, der Münzer war nicht wirklich äh, vollkommen anders. Äh, er hatte nur dem, äh, den Wunsch, dem, dem, dem Luther ein bisschen entgegenzukommen. Ähm, aber sein Charakter war nach wie vor so, wie er vorher gewesen war. Und dann schreibt er Anfang 1524 die sogenannte Protestation oder Entbietung. Diese Protestation zeigt ja einige interessante Punkte. Er sagt zum Beispiel, dass Kinder gar nicht getauft werden sollten. Er kritisiert die Taufpraxis und sagt, eigentlich ist sogar die innerliche Taufe mit dem Geist viel wichtiger. Man bekommt den Eindruck, dass er möglicherweise von der äußerlichen Taufe gar nicht so viel mehr hielt. Aber die Idee, dass Kinder nicht getauft werden sollten, ist sehr biblisch. Und er sagt dann weiter, interessanterweise, die Christenheit muss den erdichteten Glauben der Schriftgelehrten ablegen. Und da ähm, ja, hat er natürlich immer wieder auch die Reformatoren mit im Hintergrund. Und dann sagt er, und das sollte uns zu denken geben, die Lehre, dass der Glaube allein rechtfertigt, verfehlt das Ziel. Er wollte deutlich machen oder meinte deutlich machen zu müssen, dass da noch mehr dazugehöre, dass man irgendwie durch eigene Anstrengungen noch selbst da was dazuführen muss und heilig sein muss und irgendwie Gott beeindrucken muss. Das sind jetzt meine Worte, aber so kommt das äh, einem vor, wenn man liest, was er schreibt. Er will die Lehre der evangelischen Prediger in ein besser Wesen führen. Er möchte diese äh, Reformation noch weiterführen und noch verbessern. Er sagt, und hier, das ist wieder zitiert von Ellen White, Luther sagte, er hat das Gewissen der Menschen vom päpstlichen Joch befreit, aber er hat sie in ihrer fleischlichen Freiheit gelassen und hat sie nicht dazu geführt, vom Geist abhängig zu sein und direkt von Gott auf Gott zu schauen, um Licht zu erhalten. Er glaubte, dass er selbst von Gott berufen sei, dieses große Übel zu ähm, ja, heilen und dass die Kundgebung des Geistes, wie er sie erlebte, ein Mittel waren, damit das erreicht werden konnte. Und dass diejenigen, die den Geist besaßen, den wahren Glauben hatten, selbst wenn sie niemals das geschriebene Wort gesehen haben. Er sagte, die Heiden und die Türken sind besser vorbereitet, den Geist zu empfangen, als viele Christen, die uns Enthusiasten nennen. Er wusste also, dass viele Christen ihn, als, ihn und seine Anhänger als Fanatiker sahen. Und er meinte, dass die Bibel nicht der, der wichtigste Maßstab ist, sondern allein die Eindrücke, das, was Gott mir gezeigt hat. Und wie oft hören wir das heute, ja? Ähm, wenn man auch über ein biblisches Thema ähm, spricht. Aber Gott hat mir gezeigt, und ich habe den Eindruck, das ist sehr gefährlich. Wir sollten alles, was wir glauben und tun, auf die Bibel allein gründen. Münzer war jetzt ungefähr fünf, äh, 34 Jahre alt, und er schreibt ein weiteres Traktat, ein weiteres Büchlein, das Anfang 1524 erscheint, wieder den getichten Glauben der Christenheit. Da sagt er sagt, die Bibel soll töten und nicht lebendig machen. Er gibt der Bibel zwar eine, eine Rolle, aber sie ist nur sekundär, denn nur der Geist kann lebendig machen. Die Wittenberger, so sagt er, verführen mit ihrem gedichteten Glauben, also als selbst ausgedachten Glauben, noch mehr als die Romanhänger. Und hier kommt er zu einem Punkt, wo er der Meinung ist, dass die Reformatoren noch gefährlicher sind als die, die, die Papstanhänger. Und er sagt, der süße Jesus ist höchstes Gift. Wehe uns, wenn wir so heilig sein wollen. Wenn wir so eifrig sind für die Wahrheit, dass es uns gefährlich vorkommt, wenn man von Jesus spricht und von seiner Gnade und von seiner Liebe. Wenn uns das giftig vorkommt, dann dürfen wir wissen, dass wir auf einem falschen Weg sind, auf dem sich Münzer auch jetzt befand. Ellen White kommentiert weiter: Er hat als nächstes alle Ordnung und Zeremonie im öffentlichen Gottesdienst abgelehnt und erklärte, dass wenn man den Fürsten gehorcht, man versucht Gott und Belial gleichzeitig zu dienen. Vielleicht hast du es auch schon gehört, dass man ja der Regierung nicht ähm, gehorchen kann, weil man muss ja Gott allein dienen. Das hätte Münzer 1524 genauso unterschrieben. Das Ganze zeigte sich darin, dass am 14. März unter seiner Führung die sogenannte Malerbacher Kapelle niedergebrannt worden ist und als Luther davon mitbekam. Ähm, war Luther sich sicher, das ist ein Zeichen, dass es Gewalt geben wird. Es gibt in der Theologie von Münzer eine inhärente Gewalt, es wird zum Aufruhr kommen. Für Münster und seine Anhänger war das nur sozusagen ein Happening, ein, ein, ein Zeichen, eine, eine Protestaktion, mit der sie auf sich Aufmesser machen wollten. Ellen äh, White beschreibt hier, er marschierte äh, an der Spitze seiner Nachfolger zu einer Kapelle, das ist diese Malerbacher Kapelle, um die ähm, dort für, Pil für Pilger aus allen Ecken, die dorthin kamen, ähm, gedacht war. Und er zerstörte sie. Und ähm, dann sagt sie weiter, nach diesem Akt der Gewalt wurde er gezwungen, die Region zu verlassen. Und er wanderte von Ort zu Ort in Deutschland, sogar in die Schweiz hinein und hat überall einen Geist der Rebellion angefacht. Ja, er hat eine Tournee gemacht durch Deutschland und die Schweiz und überall die Revolution angefacht und seinen Plan einer generellen Revolution äh, vorgestellt. Martin Seligmann schreibt an ihn am 13. Mai 1524, ob es wahr ist, was man sagt, dass du schon die Feder gegen Martin Luther spitzest. Was ich keineswegs glaube, wegen des daraus zukünftig entstehenden Zerwürfnisses. Denn ich wünschte, dass zwischen euch Eintracht und Einmütigkeit herrschte. Dann würde nämlich, hoffte ich, nicht nur hundertfältige, sondern tausendfältige Frucht aus beider Lehre hervorgehen. Es wird immer deutlicher, dass die beiden Luther und Münzer in verschiedene Richtungen gehen und Menschen versuchen noch, sie miteinander zu versöhnen. Aber zu der Zeit hat Münzer nicht mehr viel übrig für die Wittenberger. Er schreibt am 30. Mai von der faulen, wurmfressigen Theologei der Wittenberger Am 4. Juli schreibt Luther einen Brief an Johann Briesmann und Briesmann und sagt der Teufel hat Propheten und Sekten erweckt, die zur Waffengewalt greifen werden am 4. Juli 1524 sagt Luther Münzer wird zur Gewalt greifen. Und es ist deswegen interessant, weil exakt zur selben Zeit Münzer an die Bürger von Sangerhausen schreibt, man darf nur passiven Widerstand leisten. Er sagt der Obrigkeit gebühre Gehorsam über Leib und Gut. Während also Luther in den Schriften und den Handlungen von Münzer bereits erkannte, dass es zur Revolution kommen würde, hat Münzer selbst geglaubt, dass das niemals passieren würde. Er kannte ja auch die Bibelstellen in Römer 13 und viele andere. Er wusste ja, was die Bibel darüber sagt. Und er war der Meinung, dass seine Taten niemals dahin führen würden. Es gehe nur um passiven Widerstand gegen die Regierung, niemals um Rebellion. So hatte er das selbst geglaubt. Und da sieht man, wie wenig wir uns selbst kennen. Und wie wichtig es ist, dass wir Dinge geistlich beurteilen, aus dem Wort Gottes heraus. Auch Karlstadt, der ja nicht mehr wirklich gut befreundet mit Luther war, hat den Münster kritisiert, hat gesagt, du darfst nicht mit Gewalt vorgehen. Auch Karlstadt hatte schon diese Idee, denn der, dass Münster so etwas tun könnte, denn erweiterte seinen Bund der Auserwählten, wie er seinen, seinen Verein nannte, seine Gruppe immer mehr. Dann kam die Gelegenheit, 1524, vor den Fürsten, zum Beispiel vor Herzog Johann, vor zwei Fürsten, eine Predigt zu halten, die jetzt wissen wollten, was sagt dieser Münzer, was ist seine Theologie, und er entschied sich, über Daniel 2 zu predigen. Und die Auslegung von Daniel 2 in dieser berühmten Fürstenpredigt ist sehr interessant. Denn dort sagt er, dass, er macht die Parallele, dass diese Fürsten so wie Nebukadnezar sind. Und dass nur er, Thomas Münzer, in der Lage ist, wirklich die Wahrheit zu sagen, so wie Daniel nur dem Nebukadnezar die Wahrheit sagen konnte. Und man kann ja schon ahnen, welche, Ro welche Rolle er den Wittenberger Reformatoren zugewiesen hatte. Äh, in dieser Predigt werden sie verglichen mit den Wahrsagern und den Kaldeern, die eben nicht dem König die Wahrheit sagen konnten. Das war seine Einstellung. So sah er sich als ein prophetisch Berufener, der all alleine die wirkliche wahre Reformation bringt. Am 24. Juli hält er die sogenannte Bundespredigt über den König Rosier und hier sagt er noch einmal gegenüber dem Schlosser Hans Zeiss, dass der Bund, den er gegründet hat, alleine ums Evangelion willen existiert, also nur für die gute Sache, nur für die Wahrheit. Er sagt, man dürfe niemals denken, dass dadurch Fronen und Abgaben abgeschafft werden. Müssen wir müssen weiter den Staat unsere Abgaben geben, es geht nur hier um die äh, geistliche Sache. Das war seine Behauptung und auch möglicherweise seine, seine Meinung. Das können wir nicht bis ins letzte beurteilen, weil wir kennen ja sein Herz nicht. Ende Juli schreibt Luther den Brief an die Fürsten zu Sachsen von dem aufrührerischen Geist. Daran sagt er, dass falsche Propheten, wie er schon früher gesagt hat, ein Teil der Strategie Satans sind und dass die Fürsten einen gewaltsamen Aufruhr verhindern. Also während Münzer immer wieder sagt, nein, es geht mir nur um die Wahrheit, es geht mir nur um eine Reformation, der Reformation, es geht mir nur darum, dass wir alle ganz heilig werden und äh, ja, die die Fürsten, man muss ihnen passiven Widerstand leisten, aber nicht aktive, erkennt Luther schon als ein erfahrener Reformator, der mit Gott einiges erlebt hat, in welche Richtung es mit Münster gehen wird. Er schreibt weiter, der Luther, Münster rühmt sich, scheut aber konkrete Gefahr. Dagegen hat Luther nie sich ähm, selbst in die Gefahr begeben. Er hat eigentlich immer sehr demütig alles angefangen. Er hat ja selbst noch in, 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 in Worms äh, beim ersten Auftreten äh, gar nicht richtig gewusst, äh, was er sagen soll. Er hat, hat, hat zitternd gebetet. Er hat sich nie darum ge ge gerissen, gegen den Papst ins Felde zu ziehen. Nein, ganz im Gegenteil. Ein wahrer Reformator will kein Reformator sein. Aus eigenen Stücken. Ein wahrer Reformator wird von Gott dahin förmlich geschoben. Mose hätte die Aufgabe am liebsten abgelehnt. Diejenigen, die sich gleich freiwillig melden und sagen, ich will Reformator sein, ich will die ganze Welt reformieren, das sind die, vor denen wir vielleicht am meisten uns fürchten sollten. Und dann, weil Münster immer wieder auf die Sünden von Luther hingewiesen hatte, schreibt er Luther ist in der Tat sündig. Er sagt: "Ja, ich bin sündig." Doch der Lebenswandel eines Menschen ist nicht der Alleinige, ist nicht der Maßstab für die Beurteilung der Lehre, die muss an der Bibel beurteilt werden. Nur weil jemand etwas eine Sünde begeht, heißt es das nicht, dass seine Lehre falsch ist. Und dann ein sehr interessanter Punkt, wie ich fand. Er sagt, man sollte ihnen kein Redeverbot erteilen. Der Staat soll den Münzen reden und predigen lassen, erst wenn sie handgreiflich werden, muss eingeschritten werden. Luther hätte wahrscheinlich etwas dagegen gehabt, dass man Videos auf YouTube zensiert. Man soll das Wort, es, solange es nur friedlich und auf Wortebene basiert, sollte man nicht eingreifen. Das war äh, Luthers Überzeugung ich denke, da ist äh, sehr viel Wahres dran. Er schreibt dann auch, die Herzen der Menschen äh, müssen von den Klöstern abgewendet werden. Dann liegen sie von alleine wüst. Man muss die Klöster nicht zerstören, sondern einfach die Menschen von den Klöstern wegbringen. Er sagt, durch das Wort, durch das, was er geschrieben hat, über die Bibel, hat er dem Schaden mehr zugefügt als irgendein König jemals. Und dann schreibt er hier folgendes im Original, Luther-Wortlaut: Denn es sind nicht Christen, die über das Wort auch mit Fäusten dran wollen und nicht vielmehr alles zu leiden bereit sind. Wenn Sie sich gleich zehn Heiliger Geist voll und aber voll berühmten Luther war nicht beeindruckt, wenn Leute so viel vom Heiligen Geist redeten, aber dann mit Fäusten gegen andere losgingen. Und übrigens nur die Fußnote sei hier angemerkt: Jesus sagt in der Werkpredigt, dass man auch mit Worten Fäuste gebrauchen kann und töten kann. Anfang August kommt es zum sogenannten Weimarer Verhör. Der Altstädter Rat lässt Thomas Münzer fallen. Und der muss jetzt die Stadt wieder verlassen. Im Zuge dessen schreibt Münzer noch an Friedrich den Weisen: Endlich ist das mein ernstlich Meinung. Ich predige einen solchen Christenglauben, der mit dem Luther nicht einstimmt. Hier ist das Tuch zerschnitten. Luther hat auch unter sehr gelitten. Ellenweit kommentiert, dass das Werk des Himmels so degradiert werden sollte, weil es mit dem abgründigsten Fanatismus in eine Schublade gesteckt worden ist. Das war mehr, als er ertragen konnte. Auf der anderen Seite haben Münzer und all die anderen dieser Leiter in der Revolte den Luther gehasst, weil er nicht nur ihre Lehren bekämpfte ähm, und ihre Behauptungen über göttliche Inspiration verneinte, sondern weil er sie auch als Rebellen gegen die zivile Autorität bezeichnet hatte. Also warum haben Münzer und seine Kollegen Luther gehasst, weil der gesagt hat, ihr sollt nicht gegen den Staat äh, euch erheben. Als äh, Gegenzug verurteilten sie ihn als bloßen Scharlatan. Und es schien so, als ob jetzt Luther sowohl den Hass der Fürsten als auch der Menschen auf sich habe. Es war gar nicht so einfach in dieser Zeit genau den Weg des Evangeliums zu gehen. Denn auf der einen Seite sagten die, der, sagte der Mainstream der Papisten, schaut her, dahin führt die Revolution, äh, die, die Reformation. Und auf der anderen Seite waren es die, die jetzt von dem Geist von Münster äh, äh, durchdrungen waren, die ebenfalls gegen Luther kämpften. Wirklich bei Jesus und dem Wort Gottes zu bleiben, war ein schmaler Grad in jener Zeit. Dann schreibt. Ähm, Münzer noch das Buch Ausgedrückte Entblößung des falschen Glaubens. Er sagt, der gemeine Mann muss selber gelehrt werden. Das klingt eigentlich ganz gut. Aber er sagt, die Wittenberger sind in einer Position, dass es den Bauern unmöglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Er will jetzt alle Menschen erreichen. Und hier, spätestens an diesem Punkt hier, sieht man, wer wirklich durch ihn spricht. Er sagt, die Menschen sollen vergottet und götter werden. Hier ist die Schlange eindeutig zu identifizieren, die schon im Garten Eden gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Er sagt dann weiter, Gott will die Gewaltigen vom Richterstuhl stoßen. Und er sagt, wohlgemerkt, dasselbe, der hier sagt, dass der Mensch vergottet werden soll, Gläubige können nicht ungläubigen Herrschern gehorchen. Ich höre sowas heute auch immer wieder, so oder so ähnlich. Das ist die Lehre von Thomas Münzer 1500. 24. Er sagt, die Gottlosen müssen von den Gerechten abgesondert werden. Die Idee, dass das erst am jüngsten Tag geschieht, ist eine Einbildung. In der Bibel gibt es ja die Idee, dass Weiz und Unkraut wachsen sollen bis zur Ernte. Aber Münzer sagte, diese Schriftstelle wird immer nur vom Unkraut zitiert. Ja, das Unkraut sagt, lass doch das Unkraut wachsen, weil es nicht ausgerissen werden will. Und äh, so hat er das komplett umgedreht und den Eindruck erweckt, dass die, die... Nicht so eifrig waren wie er, in Wirklichkeit nur die Sünde fördern wollten. Außerdem sagte er, er wünscht sich, dass die armen Bauern seine Erlösungsbotschaft verstehen. Er war in, in dieser Hinsicht jemand, der das einfache Volk erreichen wollte. Heutzutage würde man vielleicht seine Methoden auch mit dem Begriff Populismus verbinden. Und was macht Luther? Und er schreibt dann einen Brief, einen Sendbrief an die ehrsamen und weisen Herren Bürgermeister, Rat und ganze Gemeinde der Stadt Mülhausen, denn dort in Mülhausen hat sich jetzt Münzer niedergelassen. Er warnt vor ihm sehr deutlich am 21. August 1524, diesen, diesem falschen Geist und Propheten, der in Schafskleidern dahergeht und ist inwendig ein reißender Wolf. Aber seine Warnung ähm, bringt nichts, Münzer. Wird dort in Mühlhausen sehr wohl aufgenommen und, äh, entfaltet erneut seine, seine, seine Tätigkeit. In äh, der Zeit schreiben auch die Täufer an Münzer, nämlich äh, die Zürcher Täufer um Grebel und Manz, die der Meinung sind, dass Münzer und Karlstadt eigentlich die besten Reformatoren sind. Das liegt auch daran, weil Münzer ja auch gegen die Kindertaufe war. Ähm, und in manchen dieser Punkten hatten sie auch theologisch Recht, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wenn man jetzt Münzer und Luther oder vor allem auch Karlstadt und Luther vergleicht, dass Luther nicht immer theologisch, biblisch immer die sauberste Lösung hatte, dass manchmal diejenigen, die schärfer waren, in der Sache sogar manchmal Recht hatten. Aber in einem völlig falschen Geistestaten und dadurch der ganzen Sache mehr geschadet haben als genützt haben. Das heißt auch für uns praktisch, wenn ein Fanatiker etwas sagt, heißt das nicht, dass alles, was er sagt, automatisch falsch ist. Es kann sein, dass Fanatiker manchmal einen Wahrheitspunkt haben, den die, die ähm, Jesus treu nachfolgen, so noch nicht verstanden haben. Das kann durchaus passieren. Aber auch die Münzer, die Verzeihung, die, die Zürcher Täufer, sie beklagen äh, Gewaltanwendung oder sie warnen besser gesagt vor Gewaltanwendung. Und dann kommt es genau zu dieser Revolution. Anfang 1525. Münzer war noch einmal unterwegs gewesen ähm, und hat diese große Tournee gemacht, von der Ellen White vorher schon geschrieben hat. Mitte April äh, bricht an vielen Orten der Bauernaufstand der sogenannte Bauernkrieg aus, den wir hier aus Zeitgründen jetzt nicht ausführlich so behandeln können. Mitte April gibt es in Wittenberg nur punktuelle Informationen über die verschiedenen Orte, wo es Aufstände gibt. Und man hört von den sogenannten zwölf Artikeln der Bauern, die vor allem hier in Oberschwaben ähm, in Süddeutschland sehr aktiv gewesen sind. Und Münzer ist vollkommen begeistert. Er schreibt hier am 26. April 1525, das ganz deutsch, französisch und welch Land ist vag. Der Meister will ein Spiel machen. Die Böswichter müssen dran. Er hatte noch ein Dreivierteljahr vorher behauptet, dass er niemals mit zur Waffengewalt greifen würde. Aber jetzt, jetzt war der Sog der Ereignisse so stark und sein Fundament in der Bibel und in Jesus so schwach, dass es ihn mitriss und dass er zu einer der führenden Figuren in dieser Revolution wurde. Luther hat noch einmal reagiert mit einem Vermittlungsversuch zwischen den Bauern in Schwaben und der Obrigkeit mit seiner sogenannten Ermahnungen zum Friede auf die zwölf Artikel der Bauerschaft in Schwaben. Aber auch das funktioniert nicht. Er hatte, <hör> er hatte folgende Position eingenommen, die sehr interessant ist. Er sagte, der Aufruhr würde Deutschland nur ins Chaos stürzen. Er kritisiert aber auch die Obrigkeit. Luther war nicht der Meinung, dass die Obrigkeit alles richtig macht. Ganz und gar nicht. Er sagt, die Unterdrückung des Evangeliums hat überhaupt erst den Aufruhr begünstigt. Die Obrigkeit muss sich hinterfragen, sie muss kritisiert werden und sie muss sich reformieren. Er sagt, einige der, der Forderungen sind sogar recht und billig. Aber andere sind allerdings zu sehr am Eigennutzen der Bauern orientiert. Und manche soziale Beschwerden sind berechtigt. Also Luther war in der Lage, sehr differenziert zu denken. Luther war nicht der Meinung, dass alles, was von Kaiser, vom Kaiser und von den Fürsten kam, immer richtig und, 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 und einfach zu schlucken war. Er hatte eine biblische Position, so wie sie auch Jesus hatte, der auch wusste, dass nicht alles, was die Herrscher machen, richtig ist. Aber Luther warnte auch sehr deutlich vor den verführerischen Mordpropheten. Und er sagte, dass Selbstjustiz und Gewaltanwendung nicht akzeptabel ist. Das Fazit war, Bauern und Obrigkeit liegen beide falsch, und man sollte vermitteln, es sollte ein Schiedsgericht geben. Das hat es aber nie gegeben. Stattdessen ist Luther dann auf seinen Reisen, auf einer Predigtreise, von den Aufständischen so massiv angegangen worden, dass er vielleicht nicht völlig zu Unrecht den Eindruck hatte, dass Münzers Aufstand sich auch gegen ihn persönlich richtet. Aggressive Opposition, mit der man nicht mehr mehr reden konnte. Das hat den Luther sehr verschreckt und vielleicht verschreckt es uns auch, wenn wir sehen, wie heutzutage die Kommunikation auch in sozialen Medien ist. Ellenweit sagt: Die Menschen, die das Joch des Papsttums abzuwerfen begannen, wurden nunmehr auch ungeduldig unter den Einschränkungen der weltlichen Obrigkeit. Münzers revolutionäre Lehren, für die er göttliche Einigung beanspruchte, führten sie dahin, allen Zwang abzuschütteln und ihren Vorurteilen und Leidenschaften freien Lauf zu lassen. Schreckliche Szenen von Aufruhr und Aufständen folgten, und der Boden Deutschlands wurde mit Blut getränkt. Luther war zu der Zeit in Weimar, und der kranke Kurfürst und auch Herzog Johann hofften immer noch, dass es eine gütliche Einigung mit den Bauern gebe. Zu dem Zeitpunkt haben gerade der Kurfürst von Sachsen und der Herzog immer noch versucht, vielleicht können wir mit den Bauern entsprechend irgendwie etwas tun. Aber sie sehen sogar selbst, dass einige äh, Beschwerden gar nicht so unberechtigt sind. Also während die Bauern den Eindruck hatten, die Fürsten sind äh, nur gegen sie, haben die Fürsten selbst überlegt, was können wir denn eigentlich besser machen? Aber Luther rät jetzt zum Handeln und dann schreibt er jene Schrift, die von allen in diesem Kontext von ihm vielleicht doch auch die kontroverseste und über das Ziel hinausgehendste ist. Wieder die mordischen und räubischen Rotten der Bauern. Er sagt, Münzer, der Erzteufel von Mühlhausen, verführt die Bauern. Und wenn ein weiteres Schiedsgericht durch die Obrigkeit abgelehnt wird, soll man guten Gewissens losschlagen und dann diese Aufständischen ermorden. Und das ist dann auch geschehen. Nicht direkt nur auf Luther's Veranlassung natürlich, aber er hat sich dann hier sehr deutlich auch für den Mord, an die Tötung der Bauern äh, ausgesprochen. Ähm, etwas, was er später durchaus auch wieder in diese Heftigkeit bereut hat und das sicherlich auch im Affekt der Situation über das Ziel hinausgeschossen ist in der Schlacht von Frankenhausen war dann Münzer selbst aktiv 1525 hier sehen wir ein bild von jenem ort es gibt noch ein großes denkmal das in der ddr die eine große 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 verehrung auch für thomas münzer als einen sozialrevolutionär gehabt hat aufgestellt worden ist Münzer und die vielen Bauern, die ihn umgaben, wurden von dem Heer der Fürsten umzingelt. Und die, das Heer machte eine sehr interessante, ähm, ein sehr interessantes Angebot. Man sagte, wir lassen euch alle frei ziehen, wenn ihr den Münzer rausgebt. Und die Bauern waren kurz davor, darauf einzugehen. Münzer muss wohl geahnt haben, dass sein letztes Stündchen geschlagen hat. Und versucht er sie zu überreden und er, er schwingt sich auf zu einer seiner großen charismatischen Predigten und, und erklärt ihnen, dass sie keine Angst haben müssen, dass er selbst von Gott berufen sei, die Sache zum guten Ende zu führen. Er behauptet sogar, dass wenn die Kanonen schießen würden, er selbst mit seiner eigenen Hand die Kanonenrohre, äh, die Kanonenkugeln auffangen würde. Und plötzlich erscheint sogar ein Regenbogen am Himmel. Und für die Bauern ist das ein Zeichen. Münzer nutzt die Gelegenheit natürlich sofort und sagt, schaut her, Gott ist auf unserer Seite. Dieses vermeintliche Zeichen bestärkt alle, Münzer nicht auszuliefern, sondern zu kämpfen. Aber der Regenbogen war kein Zeichen der Bestätigung für Münzer. Wenn wir auf Zeichen alleine vertrauen, dann werden wir uns schlimm täuschen. Münzer hat natürlich auch keine einzige Kanonenkugel, die abgefeuert wurde, mit der Hand aufgefangen. Es sind tausende Bauern gestorben. Aber Münzer ist geflohen. Man fand ihn später in einer Scheune im benachbarten Ort versteckt. Er wollte unter falscher Identität fliehen. Der vermeintlich große Reformator war als Mensch eigentlich ziemlich feige. Er ist dann verhört worden, wohl auch gefoltert worden. Er hat dann jetzt etwas zurückgenommen. Er hat vor dem Aufruhr gewarnt. Er sagt, das Volk hat ihn wohl gar nicht richtig verstanden. Es habe aus Eigennutz gehandelt und nicht zur Ehre Gottes. Genützt hat es ihm nichts mehr. Er ist dann getötet worden, exekutiert worden. Es gibt den Bericht, den offiziellen Bericht, dass er direkt vor seinem Tod angeblich wieder zur katholischen Kirche übergegangen sei. Das muss man aber als Historiker wahrscheinlich mit großen Fragezeichen versehen, weil so etwas in Inquisitionsprotokollen häufig vermerkt worden ist. Das kann man heutzutage nicht mehr wirklich evaluieren und bewerten. Wahrscheinlich ist es gar nicht wahr gewesen. Und dann schreibt Luther unter dem Eindruck dieser Tragödie das, Buch, das, wir, das Büchlein, das wir gerade schon erwähnt haben, am Anfang ein Schrecklich Geschicht und Gericht Gottes über Thomas Münzer. Zum Schluss ein Kommentar von Ellen White. Sie sagt, es ist einfacher etwas einzureißen, als etwas aufzubauen. Es ist weitaus einfacher, die Räder der Reform festzuhalten, als den Wagen, den steilen Berg aufwärts hochzuschieben. Noch immer werden Männer gefunden, die gerade genug so viel Wahrheit akzeptieren, dass sie als Reformer gelten, als Reformatoren, aber die zu selbstsicher sind, um von denen gelehrt zu werden, die Gott unterrichtet. Diese führen das Volk immer, grundsätzlich, direkt von dem Punkt weg, zu dem Gott sein Volk führen will. Hast du etwas gelernt, lieber Freund, liebe Freundin? Vielleicht können wir uns an der einen oder anderen Stelle in dieser Geschichte wiederfinden. Geschichte wiederholt sich niemals eins zu eins. Die Namen ändern sich, die Umstände ändern sich. Niemals kommen exakt die gleichen Ereignisse in derselben Kette. Und doch sehen wir an den Motiven, an den Emotionen, an den Einstellungen, an den Reaktionen, sehen wir vieles, von dem wir lernen können möge gott uns alle davor bewahren, dass wir so wie münzer den weg verlieren, und dass wir glauben, das beste zu tun, wenn in wirklichkeit wir die eigentliche reformation beschädigen. möge gott uns die weisheit und die demut schenken, die luther in seinen besten momenten hatte, als er sich als überzeugt war, dass es nicht sein werk ist, sondern dass gott trotz seiner schwächen ihn benutzt und dadurch gewaltiges vollbringt, dass alle Ehre Gott gehört. Soli Deo Gloria. Möge Gott uns bewahren auch in dieser Zeit, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, sondern dass wir aus der Geschichte lernen als gläubige Christen, die auf der Bibel uns basieren, in einer Zeit, die in manchem der Zeit von 1525 recht ähnlich ist. Gott segne dich, Gott behüte dich und möge Gott dir Dich mit deinem, mit deinem Heiligen Geist erfüllen, damit du Jesus nachfolgst. Lasst uns gemeinsam zu Gott noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir aus der Geschichte lernen dürfen. Und Herr, niemand von uns ist einfach so vollkommen und kann dich beeindrucken. Münster war nicht vollkommen, Luther war nicht vollkommen, Karlstadt war nicht vollkommen, niemand war vollkommen. Aber es gab Menschen, die haben sich auf dich verlassen und haben sich vor dir gedemütigt. Es gab Menschen, die waren stolz. Und die haben ihr eigenes Ich nicht vor dir gedemütigt und haben dann unter dem Anschein von Frömmigkeit und auch selbst glaubend, dass sie Gottes Werk treiben, viel Schaden angerichtet. Herr, ich bitte dich für mich und für jeden Einzelnen, dass wir lernen, uns tagtäglich unter dich zu demütigen und dir zu folgen, wohin du uns führst, ob wir es verstehen oder nicht. Das bitten wir im Namen Jesu. 阿门。Amen.